der Erfolg von Töchter ist schon, also was mein eigenes Leben betrifft, natürlich eine große Verbesserung gewesen. Ich konnte endlich mal wieder in Urlaub fahren. Und ansonsten war das Schöne, was alles mit dem Buch passiert ist. Was ich von vielen, also muss ich doch sagen, Leserinnen auch größtenteils gehört habe, war, dass die sich in Töchter so wiedergefunden haben. Ich glaube, diese Identifikation war einfach sehr stark mit den ganzen Unzulänglichkeiten, Verletzungen, Wunden. Und darüber redet man ja so selten. Und dennoch teilen wir das, glaube ich, alle. In dem Roman Die Diplomatin geht es um Fred, eine Diplomatin, wie der Titel schon sagt, die wir zuerst in Uruguay erleben und später in der Türkei. Fred, würde ich sagen, ist eine sehr ehrgeizige Frau, eine sehr taffe Frau, sehr diszipliniert, flexibel, belastbar, anpassungsfähig, also all das, was so, was man sein muss, um im Auswärtigen Amt Karriere zu machen. Und jetzt ist sie eben so um die 50 und hat langsam auch keine Lust mehr, diese extrem belastbare, anpassungsfähige, ehrgeizige, sich an die Regeln haltende Frau zu sein. Fred war eine Figur, die mochte ich von Seite zu Seite mehr. Ich war insgesamt 7-8 Monate in Istanbul in den letzten 2 Jahren. Einmal mit einem Stipendium für 4 Monate in der Sommerresidenz des deutschen Botschafters, also mitten im Thema. Und dann bin ich noch mehrfach hingereist. Istanbul war für mich so eine Stadt, die ich von Anfang an wahnsinnig schön fand. Also ich dachte, es ist die schönste Stadt der Welt. Und je länger ich dort war und je mehr Menschen ich kennengelernt habe und je mehr Gespräche ich geführt habe, also auch die Unfreiheit, die dort herrscht, was darf man sagen, was darf man nicht sagen, wofür darf man sich einsetzen, und ja auch Menschen kennengelernt habe, die das Land verlassen mussten, die unter Anklage standen, desto mehr kam mir diese Schönheit falsch vor. Ich glaube, je älter man wird, desto freier wird man auch. Also, dass man schon in der Lage ist oder vielleicht auch Lust daran hat, Regeln zu brechen. Also, es ist einerseits in der Jugend sehr stark und ich habe jetzt das Gefühl, das kommt wieder. Das sind eigentlich so die Sachen, die, glaube ich, so ab Ende 40, ab 50 auch anfangen, richtig Spaß zu bringen. Ja.